Warum? Haben sie diesen gleichen Wieso? Humor wahrscheinlich. Wortspielwitze. Was? Ich mag aber Wortspielwitze? auch Wortspielwitze. Er schrieb, ein Bekannter von mir ist aus dem Töpferkurs geflogen. Grund, er hatte sich im Ton vergriffen. Ja, das finde ich witzig, sowas. OG, warte mal, wie ging das? Herzrasen ist auch nur ein anderer Begriff für Brustbehaarung. Das finde ich natürlich auch wieder witzig. Okay, das ist eher euer Humor, glaube ich, als mein Humor. Wenn das halt so ein bisschen mit Überlegen ist, dann finde ich die Wortspiele ganz witzig, ja. Sehr schön, Pierre, du kommst zu spät. Lumina, es scheint, als würdest du so manchen Leuten vor allen Dingen, weißt du, hier recht nahe kommen. Wenn du jemandem zeigen willst, dass du mehr als nur freundschaftlich interessiert bist, musst du demjenigen einen wunderschönen Blumenstrauß geben. Ab jetzt zu einem fairen Preis. Ja, schön, dass ich ihn gestern schon gekauft habe. Ja, weil ich Na. schon mit jemandem nahe gekommen bin, sonst hättest du ihn gar nicht kaufen können vorher. Das Warte. kannst erst kaufen, wenn du einmal mit jemandem nah genug befreundet bist. Ja, ich war ja nah mit ihm befreundet. Ja, aber Ich hast du konnte nicht keine gestern ihm weiteren auch noch ein Herzen mehr Geschenk? bilden. Nicht Also. nah genug. Aber hast du nicht gestern noch ein Geschenk ihm gemacht? Nee, ich habe ihm gestern, weil ich keine weiteren Herzen mehr aufbauen konnte, habe ich ihm den Blumenstrauß Ach geschenkt. so. So. Da musste ich gerade schon schmunzeln. Was beim Herzrasen? Fand den natürlich auch relativ amüsant. Den hatte ich in dir, glaube ich, schon mal sogar erzählt, Benny. Ich weiß, dass du mir schon mal erzählt hast, aber ich finde ihn trotzdem lustig. Man darf doch auch Sachen sagen, wenn man die lustig findet, wenn man die schon mal vorher gehört hat oder nicht. Ich hatte auch irgendwo war mal hier bei Jodel ich mal einen Channel mit doofe Fragen reingemacht. Nicht schlecht. Unser blödes Hühnchen mag uns immer noch nicht genug, um uns große Eier zu geben. Ja, ich würde sagen, das Hühnchen muss geschlachtet werden. Ja, bin ich auch entschieden für. Hühnchenschenkel. Nom nom nom. Sagt die Vegetarierin. Ist ein Schiff, das nur mit Frauen besetzt ist, eigentlich unbemannt? Das ist nicht mehr so witzig tatsächlich. Das ist nämlich nichts mit Nachdenken. Das ist so, wenn man 3 Meilen gegen Wind den Witz hört. Und ja, gegen den Wind hören. Finde ich trotzdem lustig. Also da finde ich so Warum harmlose passiert immer Witze. genau so viel, dass alles in die Zeitung passt? Das ist kein Witz. Das ist nur ein dummer Spruch. Gut, dann gehen Jetzt wir wird's diese flach. Witze über. Benny ist nicht so leicht zu Ja, das ist halt, wie es Xeli erfreuen. gerade schon schreibt, die sind zu stumpf. Die sind einfach zu vorhersehbar. Das mit dem Herzrasen ist ein bisschen niedlich. Da muss man drüber, finde ich, muss ich drüber lachen oder drüber schmunzeln. Da kann ich mich drüber amüsieren, besser gesagt. Ja, Beim Kochen. ich habe mir auch ein Lächeln abgerungen, so ist es ja Beim nicht. Kochen, ja, wie soll ich die Paprika schneiden? Sie legt die Tomate hin und verlässt die Küche. Das ist wieder witzig. Okay, ja, da bin ich bei euch. Tatsächlich ist das witzig, wenn mein letzter Freund auch mal rumgenuggelt hat, ich wäre zu langsam beim Schnippeln. Was soll ich denn mit diesen Blümchen hier machen? Ich habe hier Sommerschmuck als Blume weg. Also verkaufen oder? Ich glaube, ich habe es jetzt tatsächlich fast alle Haben wir verkauft. davon schon Saatgut? Du kannst daraus noch Saatgut machen, glaube ich, zumindest aus denen, die keinen Gold. Die Gold, den kannst du auf jeden Fall verkaufen. Ich glaube, was anderes können wir auch denen nicht machen. Ansonsten kannst du Saatgut draußen machen und hier unten ist noch ein bisschen Saatplatz frei jetzt. Hab ich gerade geerntet, Radieschen. Stehe ich die ganze Zeit hier neben dem Saatgut, Knopf da, dung, 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 dung. Was So. ist eigentlich der Sinn von diesen Saatguttrichtern dort? Kann man dann die Blume quasi nochmal zurücksetzen oder was? Nee, du kriegst aus einer Blume mindestens 2-mal Saatgut. Nee, mindestens einmal. Oder? Okay, dann mindestens einmal, aber du kannst auch 3 oder 4 Mal rauskriegen. Richtig. Aha. Und da komme ich wieder nicht ran an die Erze. Was soll das denn? So, Sonnenblumen brauche ich jetzt keine mehr. Ich tue jetzt Penny abschleppen. Und was mag die Jetzt habe ich eigentlich? Musik. Diamanten. Jetzt ging bei mir auch gerade Musik los. Musik ist gerade bei mir ausgegangen. Hat Ging es einen los? Sinn, dass wir irgendwie 66 Kiefernteer haben? Wir haben die einfach Nee, ne? gesammelt und Kenner hat sich darum gekümmert, wie viel der davon haben, glaube ich. Ich würde sagen, da verkaufen wir mal ein paar. Aber Schoki zum Abschluss ist auch sowas. Wie zum Abschluss?
Naja, Sarah hat gerade geschrieben, so satt, jetzt noch ein Stück Schoki, dann bin ich zufrieden. Schoki zum Abschluss ist auch sowas, das macht man einfach. Macht man gerne, ne? Oh, warte mal, ich wollte doch... Hier, Notiz von Mara, teile ich für meine große Erfindung noch brauchen. Goldbarren, Iridiumbarren, Batterie, Diamant, Erdbeeren. Kann dir das bloß Inseln geben? Oh. Mir, ja. Musst du schon selber, oder musst du eine Truhe legen. Dann kannst du es einem Stapel mehr übergeben. Klick's Schach. Nicht. Immer mehr Billardspieler spielen Schach. Grund, sie finden den Kö nicht. Also Kö nicht, du darfst es hier nicht sprechen. Mhm. Soweit habe ich auch schon mitgedacht. Da verstehe ich das Witzige nicht daran. Also da verstehe ich die Pointe tatsächlich nicht. Also okay, sie finden den König, aber hä? Den König. Naja, sie finden den König nicht, aber sie finden den König. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das war irgendwie, den musst du schneller sprechen, damit das, ja. Da habe ich nicht um die Ecke gedacht genug. Ach so, ja. Das ist... Und John, du hast vollkommen recht. Süßes geht zum Herzen und nicht in den Magen. Das ist so geil hier, also so semi-geil. Was hat ein God of War-Teil in Ägypten mit einem Militäreinsatz im Irak gemeinsam? Das wird mir zu dunkel werden. Man aber kann gegen ISIS kämpfen. Ja, ich sage, das wird mir zu dunkel, damit es lustig ist. Kann mich jemand morgen beim nächsten Tag mal dran erinnern, dass ich einen Kugelfisch angeln wollte? Ich mach mit, gehen wir zusammen, würde ich sagen. Dann, Felix, machst du dann die Pflanzen und die Tiere und wir gehen morgen angeln beide. Ja, wenn ich den krieg. Klingt irgendwie so vielversprechend. Ihr kommt zurück, das ganze Feld komplett leer. Alles brennt. Die Häuser sind vernichtet. Felix hat man noch eine Kuh wegrennen, ne? Aber ich hab doch nur die Truhe aufgemacht. Und dann sagen wir so, Felix, was ist hier passiert? Die Kuh ist ausgebrochen. Und dann? Die Kuh ist ausgebrochen. Und dann hat sie gezündelt. Das sind die Kühe. Ja, kennt ihr nicht den Witz von Loriot irgendwie? Ihre Kuh Elsa ist gestorben. Warum rufen sie mich denn wegen der Kuh Elsa an? Ich hab 1200 Kühe, was sind sie nämlich in eine Kuh? Und dann geht's noch ein bisschen weiter. Das geht, der Pointe kommt natürlich viel, viel später. Ich erinnere mich da gerade nicht mehr dran, aber kenne ich eigentlich fast alles von Loriot. Dann müsste mal Loriot Q Elsa googeln. Das ist ein sehr guter Film. Welchen Film mögen Ärzte am liebsten? Guter Sketch. Bambi, weil es ein Reanimationsfilm ist. Der ist wieder zu flach. Also Linus ist auch geil, ne? Sagt mir gerade, mein alter Freund, der schimmernde Felsen, ist weitergezogen. Das ist vielleicht nichts Bedeutendes, aber für mich ein großer Schritt. Aber es ist schön, dass der alte Felsen neue Sachen kennenlernt. Okay. Wie spinnig ist er schon? Ein bisschen. Oh, ich habe einen Karpfen geangelt. Guck mal da. Oh Gott, Jordan. Veganer furzen nicht, sie lassen einen fahren. Wow. Das ist mir halt auch ein bisschen zu flach. Felix freut sich. Stumpf ist Trumpf. Nee, zu stumpf ist irgendwann nicht mehr Trumpf, ey. Doch. Jetzt brauche ich doch noch was zu trinken. Vor allen Dingen habe ich das Problem, dass man, vor allem wenn man solche Witze anfängt, dass da so 2, 3 kann man machen, aber dann beim 4., 5. wird es schon irgendwann nicht mehr lustig, weil dann klar ist, was für ein Witz jetzt kommt. Ich hätte noch ein bisschen was. Ja, du hast ganz viele komische Witze. Man mit einem versunkenen Schiff Rehboten. Ja. Also irgendwie hatte ich mit der Schwester von Sebastian mehr Sequenzen gefühlt als mit meinem Schatz. Das ist seltsam. Ui, 8 rote Schleime bringen 1000. Oh, ich habe noch eine geheime Notiz gefunden. Nee, habe ich nicht. Durchweichte Zeitung. Morgen hat Maru Geburtstag, wenn wir schon dabei sind. Aber wir haben den Gastgeburtstag vergessen gestern. John mag dich, Felix. Ich habe 2x Eisen. Oh, das ist schön. Ich habe 2x Eisenerz gefunden beim Schürfen. Der Felix streamt auch. Ja. Aber keine Werbung, sonst kriege ich keine Weihnachtsgeschenke mehr. Ich hab zuletzt vor 2, 3 Wochen, glaube ich, mal gestreamt. Ja, Felix ist das zu umständlich, ihn wieder anzumachen. Wo ist denn das Problem? Das immer wieder anzumachen, dass du mit der Hand was machst, das war eigentlich nicht für zu umständlich. Ist so umständlich, es mit der Hand zu machen, sehr schön. Deswegen hast du auch eine Freundin, damit du ein bisschen weniger Arbeit hast. Ne? Ah,
Oh Gott, sind die heute alle flach, ey. Aber wirklich durch die Bank, ey. Ihr habt angefangen, ey. Ich bin ganz harmlos. Ich hab überhaupt nichts angefangen. Aber ich kann es beenden. Ja, ich hab jetzt die letzten Tage einfach überhaupt keinen Bock gehabt. Tatsächlich lohnt es sich, glaube ich, auch. Wir wollten das jetzt nicht ins Detail bringen. Es geht, glaube ich, im Stream bei Felix zum Glück. Ja. Hä? Weiß jemand von uns, warum man einen Ring des Diebes nicht anlegen kann? Was? Eigentlich, weil der dann geklaut wird. Einfach hier reinstecken. Weil er dann geklaut wird. Jetzt hörst du mal auf mit dem Flachwitzzeug da. Ein Ring des Diebes? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was der Ring des Diebes macht. Damit du bessere Fingerfertigkeit hast zum Klauen. Ja, aber doch nicht. Wo klaust du denn bei Stardew Valley? Tja, wenn du wüsstest. Ich war immer eine Nacht, aber da habe ich gewöhne mich langsam an den Rhythmus auf dem Hof. Oder geht's um Skyrim? Da gab's das. Bei Skyrim gibt's einen Ring des Diebes. Glaube ich. Ich habe übrigens auch noch, das, was ich mir dann nach dem Stream geben werde, ist die zweite Hälfte von meinem Schoko-Weihnachtsmann, den ich heute angefangen habe. Eigentlich morgen mal Castle Crashers. Meinst du mich? Ja. Ist das Spiel Lumi? Lumi hat das nicht, aber Rico hat das noch und noch jemand von Ricos Stream-Team. Aber da haben wir schon angefangen. Wir sind schon ein paar Level vor dir. So. Dummerweise. Na, das spiele ich halt alleine. Aber wir können das auch nochmal anfangen. Da fange ich einen neuen Charakter mit dir an. Ja! Oh. Aber morgen ist schwierig. Morgen kann ich, wenn überhaupt, dann nur früh, wenn das, also so Vormittag, weil Nachmittag bin ich bei der Lüdi. Okay. Vormittag wird schlecht. Ich bin ja, wie gesagt, fallenden Schnee. Also den Ring hatte ich tatsächlich gleich noch nicht. Also der Ring des Diebes sorgt dafür, dass bei Monstern alles mal zwei rausdroppt. Wann war eigentlich jemand zuletzt in unserer Pilzhöhle? Boah. Also ich weiß, dass ich es in irgendeinem Stream mal gemacht habe. Letztes oder vorletztes Mal. Ja, vor 3 Jahren warst du mal drin, ich weiß. Nee, ganz so krass jetzt auch wieder nicht. Ich war aber garantiert die letzte, die drin war. Ich war schon 2-3 Mal da, ja. Das würde ich nicht sagen, dass es garantiert ist, dass du die letzte, die drin warst. Ich bin da auch mal wieder drin gewesen zwischendurch. Okay. Wir waren alle mal da drin. Jetzt nicht den Kontext weglassen. Jeder war mal drin. Ja. Jeder hat mal reingeschaut. Jeder hat mal reingeschaut, habe ich gesagt. Schatzi, die schläft schon. Höhle. Wie so eine Doofmatratze. Schatzi sagt mir heute nichts mehr. Okay. Eingeschnappt, weil du nicht mit ihr ins Bett gegangen. Nee, ich glaube, sie hat schon mit mir abends heute geredet, deswegen sagt sie nichts mehr. Ach so, meine Partner sagen auch immer nur einmal am Tag was und dann redet sie nicht einmal früh und einmal abends sagt die was, ja? Hm. Das wäre eine ziemlich coole Freundin, die immer einmal früh und einmal abends mit einem länger reden will und dann übrigens, dazwischen kannst du machen, was du willst. Ja, Leute. Oh. Was denn? Wir haben hier so ein Teleport-Totem. Ja, Strand. Die habe ich vorhin bekommen, von den Bündeln. Das hat er groß angekündigt. Könnt ihr nehmen und dann zum Strand so. Hab ich 3-mal gesagt, können wir morgen früh mal nehmen. Angeln? Ja, können wir morgen angeln, dann können wir weiter dahin teleportieren. Ich nehme schon mal so ein Totem raus. Also ich lauf hin. Aber dann bist du eher da. Moment, dann müssen wir nicht eh erst am Nachmittag da sein? Oh gee, das kann man nur sagen, wenn man Tofu tatsächlich nicht lecker findet. Ich mag Tofu. Tatsächlich mag ich Tofu auch. Er sagt, ich mach hier auch hin und wieder Witze über Vegetarier, nur nicht über Tofu, das finde ich geschmacklos. Ja, das habe ich letztens bei Kai und Nao schon gehört. Aber Tofu schmeckt ja. Also Tofu schmeckt, wenn man Tofu macht. An sich selber hat wenig Geschmack, das ist richtig, aber du kannst es halt gut zubereiten, also es schmeckt. Meine Mitbewohnerin war tatsächlich mal Veganerin, oder die, wo ich in der WG gewohnt habe, die Mitbewohnerin war Veganerin. Und die hat auch mal Tofu quasi Bolognese gemacht, die war echt geil. Ich lege den gerne ein und dann mache ich eine Sesamkruste drum. Ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe, aber dadurch, dass Tofu halt so ein bisschen bröckelig wird, war das wirklich wie Hackfleisch. Also das war echt gut. Das war quasi Soljanka mit Tofu in dicker Soße als Bolognese. So ein bisschen. Hör auf zu reden, jetzt kriege ich Hunger, wo ich eigentlich Appetit kriegen müsste. Also ich krieg davon Appetit, wenn ich darüber nachdenke, weil es so säuerlichen Geschmack halt hatte, so einen tomatensäuerlichen Geschmack. Tatsächlich fängt mein Bauch an zu knurren. Der war echt, So, also Felix, du arbeitest könnte heute, dann lange. Warum fliegt mit mir ein UFO im Hintergrund lang? UFO? Bei mir fliegt gerade ein UFO durchs Bild. Das ist ein großer Vogel, kein UFO. Nein, das war ein UFO. Das hat geblinkert und hatte eine Kuppel oben drauf. Okay. Wie süß, ein Mini-UFO. Was zur Hölle?
Adrian, habe ich nur nie gelesen gehabt, warum rutscht ein Kind mit Krebs auf Eis nicht aus? Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen für mich. Will. Weil der Tumor gestreut hat. Ja, sag ja. Zu düster für mich. Für mich auch. Sehr glückliche Geister. Siehst du, das war ein UFO. Hallihallo, Mitsche. Schönen guten Abend. Morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Laua am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Ja. Achso, wisst ihr inzwischen, was wir da mitbringen müssen? Nein, rein? Ich googeln, ich darf's aber ja nicht. Ja, morgen erst. Wir wollten Diamant in die Suppe. Können wir nämlich einfach Rotkohl nehmen oder sowas? War das nicht, was man erst im zweiten Jahr was kriegt? Ich glaube, es war aber Knoblauch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können auch Knoblauch reinmachen. So. Beachte deine Häschen. Die Häschen sind echt super süß. John schreibt, das UFO ist ein Event mit einer Chance von 0,001%. Das soll ich dir sagen. Es ist mega, mega selten. Cool. Ich habe gerade ein UFO gehabt. Sehr cool. Und die Leute halten mich direkt für verrückt, wenn ich ein UFO sehe. Natürlich, so ist es im Real Life. Was läufst du mir jetzt hier hinterher? Hau ab! Mach was Sinnvolles! Du musst ich wollte mit ernten. Wir gehen jetzt farmen, angeln. Achso. Farmen, angeln. Stimmt, du wolltest selber ernten, ne? Ich laufe jetzt hier runter. Aber ich Benni, du hast mir alle meine Arbeit weggenommen. Ganz, ganz böse. Wie benutze ich denn das Totem? Rechtsklicken möglicherweise einfach bloß. Nee. What the fuck? Wenn ich es in der Hand habe, rechtsklicken. Ja, logisch. Was wir sollen goldene Milch nehmen, schreibt Mitchell. Was, goldene Milch? Für das Event. Ach so, aber können wir jetzt überhaupt? Ich bin jetzt schon unten. Aber wenn ich jetzt hochgehe in die Stadt, bin ich ja beim Dingens, oder? Hm? Na, heute ist doch Duao. Heute können wir doch gar nicht dran. Morgen. Achso. Wir machen heute einen schönen Angeltag hin. Wenn du mir die Fische nicht verjagst. Ich könnte eigentlich mal eine neue Angel kaufen, ne? Könntest du machen, die kostet nicht so viel. Für die Suppe brauchst du zum Beispiel goldene Milch oder Iridium? Nein. Ah, nee, goldene oder Iridium-Milch. Ach, Iridium ist die lila Milch, ja, darauf hätte man auch kommen können. Die können wir natürlich mal nehmen und da rein tun, die lila Milch. Wir haben keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Oh gut, dann machen wir die Iridium-Milch rein, auch gut. Davon haben wir doch irgendwie schon 6-7 Stück. Was, Iridium-Milch? Ja, die mit lila Stern, die Milch. So. So, das gucken wir mal. Wo macht ihr die rein? In die Suppe. Ich kann die bessere Angel noch nicht kaufen, weil ich glaube, meine Angelskills sind noch nicht gut genug. Nee, Mitchell, nicht ganz so viel verraten. Es reicht schon der Tipp, dass man Sachen in Gold bzw. Iridium braucht. Ihr kauft den nächsten Pferdestall. Okay. Mit jeder von uns eins hat. Ich finde es doof, wenn das alles zu sehr gespoilert wird. Aber alles gut, so weit ging es noch. Mitchell, danke. Ich habe auch an der Stelle nachgefragt. Ich habe einen Buntbosch. Ich brauche aber Benni Spitzhacke, weil wir brauchen 100 Hartholz. Dann brauchst du aber nicht meine Spitzhacke. Ja, die. Alles gut, Mitchell. Geh halt einfach regelmäßig in den heimlichen Wald da unten. Ja, aber ich brauche Benni seine. Hacke, Axt. Hast du noch keine Axt? Dann lass doch deine Axt mal verbessern. Guck mal, was heute bei mir ankam. Die sind nicht knuffig. Ja, ich bin der König der Welt. Mit Krönchen. Ja, das Männer werden 8 und ab dann wachsen sie nur noch. Hm. Ja, Mini-Earth. Voll knuffig. Das ist so süß. Das ist mein Kuscheltier. Kam heute an, habe ich mir bestellt gehabt, kurz vor Weihnachten im Rito-Shop. Das ist. What? Der Fisch verarscht mich schon wieder. Also, wenn das der ist, Fisch, den ich denke. Schade, man kann keine Minenbahn mehr benutzen, also keine Schnellbahn. Ja, achso, wegen dem Fest oder was? Nee, das ist Mago hat heute Geburtstag. Da wollte ich eigentlich noch was bringen. Ja. Nachdem die Kugelfischzeit vorbei ist. Mitchell, das Problem ist nicht, dass ich das Spiel nicht genug spielen würde. Das Problem ist einfach, dass ich das schwierig finde und es alles so ein bisschen verraten wird.
Ja, und Ben denkt, er könnte auf alles selbst kommen. Deswegen spielt er 30 Jahre lang, um in die Suppe jeden Gegenstand zu werfen. Aber das Spiel verrät doch tatsächlich inzwischen relativ viel mit den ganzen Notizen und so. Also mit den Notizen tatsächlich mehr als früher, habe ich den Eindruck. Aber das mit der Suppe zum Beispiel, das ist schon... Oh, dieser Fisch! So, jetzt ist gleich zwei, jetzt können wir gleich mal noch Kugelfischen. Ich krieg den Fisch nicht! Du schaffst es! Alter, der Fisch macht mich fertig. Ich angle ihn schon eine Stunde lang. Ernsthaft? Ja, irgendwie sowas. Der ist die ganze Zeit im Rumzucken und Rumhüpfen. Komm schon! Fast! Ich hab noch nicht immer eine Kupferaxt. Ich hab ihn! Ich hab einen Kugelfisch! Yay! Den fängst du nie und nimmer, Lumi, einen Kugelfisch. Den fängst du nie und nimmer mit deinem Angelskill und deiner Angel. So gut, ich nicht. Oh, dafür habe ich einen massiven Fang gemacht. Ein Buntbarsch. Das glaube ich nicht, dass du ihn jemals fängst. Na, jemals ist es ein bisschen arg hart. Jetzt nicht mit der Angel, mit den aktuellen Skills. Mir ist der bestimmt schon zweimal oder dreimal vorher weggerutscht. Ich habe in meinem anderen Account habe ich einen Kugelfisch gekriegt. Hast du ihn gekauft, unten beim Zirkus? Nein. Ich bin doch so ein Sparbrötchen, ich horte alles und kaufe nichts. Stimmt, du hortest für 1 Million, ne? Ja. Ja, das finde ich gut, was er jetzt gerade macht. Ah, nein, ihr geblieben! Ah! Gib mir noch einen! Gib's mir! Ich finde es voll unfair, dass man mal den Schatz kriegt und dann der Fisch. Ich hab noch einen! Dass man dann nicht mal den Schatz bekommt. Mhm. Yay! Es könnte daran liegen, dass es auch ein Goldsternkugelfisch war. Hier. Warte. Ich meine, ich kenne die Sebastian-Timeline auswendig, na dann musst du eher Lumi treffen. Komm, gib mir. Danke. Ja, musst du mal Multi machen, da hast du Lumi noch, die spielt nämlich auch mit und streamt. Ups. Sehr schön. Ich habe halt nicht mal, meine Angel ist nicht mal ein Köder dran, weißt du? Moment mal, mit Ködern kann ich dir ja auch aushelfen, aber naja, lass mir das. Jetzt reitet die weg! Sehr gut. Super, sehr das trifft gut. Sich sehr gut, weil ich Maru ja sowieso noch was schenken wollte und die Zeit langsam knapp wird. Aber ist sie nicht abends auch in der Bar zum Schenken? Keine Ahnung, aber es ist schon nice, oder? Ja, das Pferd ist schon geil. Hast du jetzt Hallöchen den zweiten auch direkt in Auftrag gebracht? Achso, wir brauchen Hartholz, hast du gesagt, ne? Ja, 100 Hartholz. Wir haben 11. Dann gebe ich dir halt meine Hartholz-Axt. Musst du mir mal deine Axt zurückgeben. Ey, meine ist gerade beim Schmied. Also ich kann dir meine gar nicht geben, so einfach, oder? Nee. Wenn ich das mit Maru gemacht habe, gehe ich auch gerne nochmal runter und hack Hartholz. Alles gut. Ja. Lumi ist doch eigentlich der Hartholz-Experte. Das wäre so eine Aufgabe nebst dem Pflanzen von dem... Und mal, wer wollte denn jetzt den Kugelfisch überhaupt haben? Muss ich entscheiden, Mitchell oder Michelle? Michelle. Kannst du nennen auf Michelle. Twitch. Sorry. Ich mag das Lied tatsächlich. Wahrscheinlich hört sie das regelmäßig. Also von anderen Leuten. Also ich glaube, alle, die ich bis jetzt gehört habe, nennen sie Mitchell. Okay, dann Mitchell. Also ich hab Hayley gerade Rotkohl geschenkt. Was für ein dummes Geschenk. Vor allem, die muss ich auch vorkommen. Erst schenke ich mir die ganze Zeit perfekte Geschenke. Ich sag immer, Koll, wie schön, wie toll das ist. Und plötzlich fängt ihr mir an, Dreck und Blumenkohl zu schenken. Also, ganz im Ernst, ich glaube, die Real-Life-Frauen würde das so verwirren, dass sie dich noch toller finden würden als ohnehin schon. Das glaube ich nicht. Dreck. Das glaube ich nicht, dass irgendeine Real-Life-Frau das gut finden würde. Wo ist denn die blöde Maru jetzt? Ach, schön. Jetzt habe ich eine Ohrwurm von dem Lied Michelle. Michelle war jung. Hä? Ich kenne das Lied nicht mal. Mittlerweile auf Lumi reagieren. Das war früher eine Trickfilmserie auf Nickelodeon. Ich kenne das Lied nicht. Wo ist denn die Maru jetzt? Alter! Hier darf ich jetzt nicht absteigen, wenn der fehlt. Jetzt wird sich schon irgendwie geklopft. Ja, hast du gesehen, alles klar, Mitchell. Bleib hier! Schön, dass du reinschaust, auf jeden Fall. Dann viel Spaß beim Lurken. Oh nein, ich komme hier nicht durch. Hier ist Penny.
Kann der nicht, ich will wissen, wo Maru ist, nicht wo Penny ist. Ich stehe total auf sowas. Was? Wer steht total auf sowas? Ist sie vielleicht im Gasthaus? Sag ich doch, dass die abends ins Gasthaus geht. Aber auch nicht immer, oder? Du? Ist sie da? Wer ist denn die Maru? Die Männer? Rundliche. Die der was? Brille. Die rundliche mit der Brille, nee. Die für die Tiere zuständig ist. Nein. Die, ist das nicht die hier? Die mit der Brille, ach, nee, die Maru ist die Tochter die, von dem. Ja, die Schwester von Sebastian. Die Bauerin, die Erfinderin, nicht Bauerin. Ach, ja, Bauerin. Ich hab's Pferd versteckt. Ernsthaft jetzt? Ja. Nächstes Jahr morgen. Der wieder. Moment, wenn man die Pferde versteckt. Fury reitet sich echt gut. Die ist schon wieder weggeritten. Ja, die trabt schon wieder weg. Wo ist Maru oben? Ich wollte ihr ein Geburtstagsgeschenk geben. Ich gebe ihr eingelegte Kartoffeln. Ich weiß nicht, wo sie ist. So, ah, jetzt habe ich sie. Verstanden. Jetzt habe ich sie. Sie guckt gerade durch ihr Fernrohr. Hast du die Axt mal in die Truhe gelegt? Nö, habe ich noch nicht. Naja, dann müssen wir aufs nächste Pferd halten. Müssen wir es halt morgen machen. Wir hätten heute eh keine 100 Hartholz gekriegt. Du kriegst irgendwie dort unten, glaube ich, 20 pro Tag. Ja. War der schon im Dings unten im Wald? Das kann ich noch schnell machen. Nein. Lumi, du musst hinreiten. Ich hab doch jetzt ein Pferd. Jetzt, wo du hier das Pferd geklaut hast, musst du da hinreiten. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Hopp, hopp. Los, Lumi, reite schneller aus der Wind. Reite, kleines Hotdogü, reite. Sebastian nicht so schnell, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Moment mal, was? Maru wollte ich was schenken. Ja, der hat Geburtstag. Schenk ihr irgendwas mit Metallen oder so. Ja, eingelegte Kartoffeln magst du nicht. Ja, oh, das hätte ich dir sagen können. Ich habe nur gesagt, ich schenke ihr jetzt eingelegte Kartoffeln. Ich hab da voll gepennt irgendwie. Nee, die mag sowas nicht. Ah, einer der wenigen, die das nicht mögen. Wie kann man eingelegte Kartoffeln nicht mögen? Stell dir mal vor, du kriegst so richtig. Ich habe eingelegte Kartoffeln gegessen. Ja, aber eingelegte Kartoffeln, das ist doch. Gut, ich mag auch Chips. Hätte ich es gesagt, das ist genauso wie Chips. Hast du gesagt, dann will ich es nicht. Nee, ich hab nie gesagt, dass ich keine Chips mag. Mir sind Chips noch nicht die Kalorien wert. Ja, Kalorien, Schmalorien, sag ich da, ey. Schmalorien. Ist ja auch nicht 40 Kilo zu viel. Ich glaube nicht, dass du 40 Kilo zu viel mittlerweile hast. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile sind es nur 25. Das glaube ich dir nicht. So dick bist du nicht. Außerdem wollen wir ja kein Ich hab halt eine geile Verteilung. Ich hab einen Bobbes und so, da fällt es nicht so auf. Hab halt Glück. Ups. Glück. Im Unglück. Aber die Knochen merken es ja trotzdem. Und alles. Ja. Wenn das am Po ist, merken die Knochen der Wirbel es zum Beispiel nicht allzu sehr. Na doch. Die Wirbel jetzt. Weil die tragen es ja nicht. Dafür die Beine halt. Und im Übrigen merke ich das, wenn ich auf sehr, sehr, wenn ich auf hartem Untergrund auf dem Rücken liege, dann liege ich im Hohlkreuz. Weil mach der Hintern so groß ist. Mach ich doch aber auch. Nein. Doch, ich liege dann auch im Hohlkreuz. Wenn ich auf hartem Untergrund einfach so liege, liege ich auch im Hohlkreuz. Vielleicht hast du ein Hohlkreuz. Vielleicht bist du ein Hohlkreuz. Manchmal, ich brauche noch einen Forellenbarsch. Den gibt's auch. Ich glaube, es ist noch bei Leben vom Land. Da kannst du gucken, wo es denn gibt. Ich muss jetzt mal hier weg. Oder ich muss hier was töten. Warte mal, gab es hier nicht noch eins? Oh, ich glaube, ich muss langsam mal. Ah, gut, ich habe ein Pferd. Das geht schnell. So, ich gehe mal kurz in den Hofen. So. Nee, nicht mit. Da. Jetzt, wo der Tag fast rum ist. Naja, hast du dich hier um alles gekümmert, Felix? Hast du die Tiere gemacht? Scheibut, Rotbogen, kleinen Fisch. Jetzt ist es eh zu spät, keiner von uns kann dir mehr helfen. Langdorsch, Langdorsch. Wir haben noch einen mitternächtlichen Tintenfisch. Haben wir keinen Forellenbarsch mehr? Kein Forellenbarsch mehr. Muss ich noch rechtzeitig ankommen hier. 1.20 Uhr, Leute. Jo, ich bin ja schon in meinem Haus. Ich nicht. Bist du bald bereit fürs? Oh Gott. Im Sommer eine Heizdecke anmachen. Ich könnte sie halt so. Wer geht's? Die Frau. Was denn für eine Frau? Die eine in meinem Haus. Oh Gott, hast du dir echt die richtige geholt. Sehr schön, mit den Weg noch verbauen durch die blöden Staudendinger da. Ich würde das gerne nochmal noch mal rückgängig machen. Ich wusste nicht, dass die Heizdecke im Sommer anmacht. Das ist ein Trennungsgrund. Trennungsgrund, ernsthaft? Heizdecke im Sommer. Wenn du die Heizdecke anmachst, ist für dich ein Trennungsgrund. Sammeln Stufe 7. Wenn man sehr stattdessen schön. Nicht mal Schatzi fragt, ob man sich anknuddeln darf, ja.
Ey, das ist schon geil, ne? Jetzt habe ich einen halben Tag geangelt und was kriege ich? Sammeln Stufe 7. Was denkt das Spiel eigentlich? Hast du auch Fische gesammelt? Ja.